Oh Kanada, du hast mit deiner bis heute bestehenden Wildnis die Franzmänner abgehärtet. Zwar auf Kosten früherer Zivilisation, aber dafür gab es uns Eishockey und ein Superhelden-Team, von dem ich nur die Abwandlung Omega Flight las. Doch warum nicht die Hauptserie? Nun tut es vielleicht liegen an der Gestaltung von John Byrne. Nicht falsch verstehen, der olle Kanadier hat die Fantastic Four zugänglich gemacht wie kein anderer, aber für einen Comic, der in der nordwestlichen Natur spielt, einfach zu bunt. Da hätte ich lieber Steven Bissett eingesetzt, der hat das gut bei Swamp Thing hinbekommen. Auch mit dem Team bin ich nur halbwarm geworden. Klar, es gibt Sasquatch, der Grund überhaupt, wieso ich auf diese Typen aufmerksam wurde. Er ist ein bisschen wie Beast Hank McCoy, nur wissenschaftlich nüchterner. Puck Eugene Judd, einst überdurchschnittlich großer Athlet, schrumpfte durch den mystischen Schnitt eines bagdadischen Schwarzsäbels. Seitdem fluppt und flippt er durch die Gegend wie ein Eishockey-Puck. Er ist der lächelnde Wolverine. Guardian, James Hudson, kann mit seinem Anzug Lebensenergie in elektromagnetische Impulse verwandeln. Als Gründer und Anführer des Teams gibt er den weniger neidischen Cyclops ab. Charmin, wenn er ein weniger spandexiges Gewand anhätte, würde man den Charakter nicht überblättern. Und der Rest besteht aus schlecht gealterten Superhelden, meiner Meinung nach. Greg Pak, Dale Eaglesham, zeigt mir einen besseren Weg zum Alpha. Okay. Doch davor lässt sich noch was anderes von einem Künstler-Autoren-Trio auftreiben. Nachdem Teile der originalen Ahornblattgarde von Aliens entführt wurden, beschließt Walter eine Wiederbildung der kanadischen Einheit. Im montrealischen Bunde sind Susayu, diese freudmütige Jubilee hüpft als normalgroße Tochter von Puck in seine Fußstapfen. Nemesis, eine Entität, die willkürlich der jungen Amelia während des prohibitorischen Alkoholverbots das Leben rettete. Oder den Tod. An sich ist sie die Konzeption der Wiedergutmachung. Komplizierte Sache. Mit dem Onyx-Schwert kann sie frontal gerichtet fliegen, durch jedes Molekül schneiden oder Gestochene sehen sich in Form von Wünschen und Träumen in ihrem Schwert wieder. Jean Grey-Syndrom. Yukon Jack, oder wenn ihr den Namen aussprechen könnt, ist der angehende Herrscher eines Volkes, das sich während der Belagerung der Franzosen in eine subtropische Ozonkuppel zurückzogen. Er ist in der Lage, die Knochenfragmente, die aus seiner Haut rausragen, als brauchbare Projektile telekinetisch einzusetzen. Und zugleich der Warpath dieses Teams. Jetzt ist aber mal genug mit den X-Men-Vergleichen. Major Mapilelef. Er hat sich nach seinem Großvater während des Kriegs so genannt. Mit Nationalstolz und Heimatliebe würde sich mir als Mountie die Frage stellen, wo bleibt der Hut? Neben den Überpflichtbewusstsein, dennoch sanft lockeren Hütereigenschaften, ähnelt er von den Kräften her Guardian. Nathaniel, ein 96-Jähriger aus einem 2 Dekaden langen Koma, erwacht ohne Erinnerung an sein Vorleben mit Superkräften auf, die im zweiten Band geklärt werden. Unter der Führung Lenkowskis, der hier nicht nur da ist, um schwere Sachen zu heben, sondern mit Teamgeist die neuen Flighters zusammenstellt. Gut, daraus bestand der erste halbe Band. Als nächstes fallen unter Betracht die gefundenen Alien-Eier der Plodex, eine fremd ressourcenaufbrauchende Rasse, die auf der Suche nach Rohstoffen ist zum Erhalt ihrer Space-Station. Sind vor mehreren Jahren auf der Erde abgestürzt. Laut Dr. Lenkowski ist das ein Problem, das nur von Staatsbürgern kanadischen Erdbodens gelöst werden kann. Als ob da jemand den Civil War vorahnte. Und spätestens jetzt kann es kaum mehr als auffallen, wie politisch das Ganze unterschwillt. Zonenaufteilung von Franzosen und Engländern sowie Beteiligung am Bürgerkrieg. Das haucht dann wieder komplett durch, wenn im Madame Tussauds Museum an amerikanischen Beschützern aus kosmischem Wachs Zivilisten angreifen, weil der Erfinder es für richtig befindet, den Lohn aufzuzeigen, wenn man auf die Solidarität des Südens aufbaut. Dann kommt es später zu einer Days of Future Past Angelegenheit, in der ein Premierminister es einem US-Senator heimzahlen will, indem er seine Nation mit Box-Androiden bedroht, kanadische Sentinels. Diese Roboter, entworfen vom gleichnamigen und beinlosen Roger Box, der Sasquatch-Seele vorübergehend einen Körper gab und den Hulk aus dem Exil zog. Regelung in dieser Misslage findet nur eine Zeitreise, die die gegenwärtige Alpha Flight wiederherstellt. Nebenbei klärt sich auch die Koma-Amnesie des Rutherford Princeton auf mit Nemesis Vorleben. Im Übrigen ist er auch die sympathischste Figur der ganzen Reihe, die aus einst sauber berauschungsfreien Umständen stammt, zusehen muss, wie der eigene Urenkel sein Anwesen vercrackt. Für die Art der Dialoge und Designs ist das kein ungewöhnliches Anfang 2000er Comic, doch liest es sich ziemlich behagend und nachdenklich, dank dem alten Schlittenhusky Scott Lobdell, der damals bei den Alpha Flight mitzog. Die sauber rundweichen, gleichzeitig kantig texturreichen Bilder von Clayton Henry, der sein enorm überragendes Schaffen immer nicht so bekannten Titeln lieh. Sein Sasquatch ist mehr bigfootig, es fehlen die Löwenmähne und das Schied zu Gesicht. Ansonsten füllt er mit seiner Monstrosität jedes Panel. Centennial könnte hier gut ein grumpy Rentner aus der Serie Boondock sein. Dem Hulk malt er übrigens ungern Augen, fällt mir grad so auf.
Weniger deftet Dave Ross schlicht beschaulicherer Stil, den ich an manchen Stellen sogar bevorzugt hätte. Fazit: Will man sich ein wenig abwenden von amerikanischen Superhelden, aber die Elfa Flight kaum weniger pathetisch findet als Captain America und Co. in ihren Kostümen, der wird hier nicht mehr als einmal vorbeilaufen.